Planung und Vorbereitung. Motivation und Inspiration. Offizier auf Weltreise. This is my story. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Offizier auf Weltreise. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Unser Campingplatz ist sehr idyllisch, sehr schön und wir entscheiden uns dort 2 Tage zu bleiben, aber ohne irgendwelche Highlights, ohne irgendwelche Ausflüge zu machen. Wir machen ein bisschen Sport, wir gehen zu einem See, wir essen gesund, wir versuchen auszuschlafen und tanken so Energie für die nächsten kommenden Tage, weil da sind wieder einige Highlights am Start. In diesem Video siehst du jetzt, wie wir am nächsten Tag dann in den Yosemite Park aber reinfahren. Und hier ist der Tipp, so früh wie möglich wirklich reinfahren. Wir hatten da das Glück, dass wir einen der letzten Parkplätze dort bekommen haben. Aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Dann hätten wir den ganzen Tag vergessen können. Also, frühzeitig dahin fahren. Wir entscheiden uns dann, den Upper Fall Yosemite Trail zu gehen. Das heißt, zu einem der größten, höchsten Wasserfälle in ganz Nordamerika. Und das ist wirklich ein cooler Trail. Wenn du gerne in der Natur bist, wenn du gerne wanderst, empfehlen wir dir diesen Trail auf jeden Fall. Das ist wirklich eine spannende Aussicht von da oben gewesen. Und ein ganz besonderes Highlight kommt ganz am Ende des Videos. Kalifornien, der Yellowstone und der Yosemite Park sind ja bekannt für ein ganz besonderes Tier, was aber auch gefährlich ist in freier Wildbahn. Ob das für uns gut ausgeht oder ob wir gefressen werden, das siehst du auch in diesem Video. Und dabei wünsche ich dir jetzt wie immer viel Spaß. Na gut, wir können es ja doch nicht lassen. Nachdem wir uns heute Morgen etwas ausgeruht haben, mal einen Kaffee mehr getrunken haben als sonst den üblichen oder Tee und was gegessen haben und ich ein bisschen Videos zusammengeschnitten habe. Also es ist jetzt 14.30 Uhr und wir gehen jetzt ca. 50 Minuten zu einem See. Das ist eine echt schöne Ecke. Verbringen da ein bisschen Zeit und gehen dann wieder zurück. Und morgen der große Tag, Yosemite. Erstmal zum Besucherzentrum, weil bringt glaube ich nichts, wenn man hier jetzt guckt, wo man hin kann. Und nachher ist es gesperrt, überflutet, zu gefährlich, was auch immer. Deswegen morgen zum Visitor Center und mal abchecken, was wir jetzt hier im Yosemite Park machen können. Damit schönen guten Morgen vom Campground hier in der Nähe vom Yosemite Park. Wir fahren jetzt 1 Stunde 26 nochmal rein in den Yosemite Park. Warum? Weil wir ja ganz außen rum mussten, hier den allerletzten möglichst freien Campingground bekommen haben und jetzt nochmal reinfahren müssen, weil die Straße da auch gesperrt ist. Aber ja, wir denken uns einmal hier diese Westküstentour. Da muss man auch ein bisschen längere Fahrten in Kauf nehmen, wenn man zum Yosemite Park fahren will. Wir werden jetzt zum Besucherzentrum fahren, weil wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir alle Routen und Trails gehen können. Von daher ist das Besucherzentrum sowieso immer in jedem Nationalpark eine gute Anlaufstation. Hoffentlich können wir dann einen guten und exotischen Trail gehen, sonst müssen wir morgen auch nochmal hier hinfahren. Aber 1,5 Stunden hin und zurück. Ah, schon sehr aufwendig, aber gut, so ist das dann. Ne? Mel fährt heute wieder und jetzt genießen wir die Fahrt. Gestern sind wir die schon mal zu Fuß gegangen, also ein bisschen, ne? So 30 Minuten zu Fuß in diese Richtung zu dem See. Und jetzt sind es wahrscheinlich nur 5 Minuten mit dem Auto. Auf geht's! Thank you.
Okay, also jetzt wissen wir auch, warum hier Hochwassergefahr ist. Die ganzen Bäume hier stehen unter Wasser, wie in diesem Fluss hier zu erkennen ist. Und das ist wirklich dann gefährlich, ne? Also hier würde ich nicht gerade Kanu fahren wollen oder Rafting fahren wollen. Das sieht schon sehr nach sehr, sehr viel Wasser aus. Unüblich viel. Was sagst du? Hier ist Pocahontas schon mal lang gefahren. Auf dem Fluss hier? Ja, als der noch normal war. Okay. Vom Klimawandel. Vom Klima, okay. So, wir haben beide das Ranger-Outfit jetzt an hier. Mit Las Vegas vor allem oben. Total naturverbunden. Naja, aber die fanden wir trotzdem cool. Die beiden Cappies haben wir ja geholt. So, zweiter Versuch. Wir mussten uns nochmal hier auf diesen Weg einstimmen, weil wir haben echt Glück gehabt heute. Wir haben mit einer der letzten Parkplätze hier bekommen. Und das ist nicht mal ein RV-Parkplatz, aber wir haben so, also Mel hat so gut geparkt, dass wir den Parkplatz doch als ganz ausgefüllt haben und mit dem Heck hinten den Bordstein so ein bisschen gestreift haben, aber da läuft eh keiner lang, also es sollte klappen. Also, hier im Juni ist wirklich die Hölle los. Sehr, sehr viele Leute. Wir sind um 10 Uhr da gewesen, das war viel, viel zu spät. Solltest du den Yosemite Park mal besuchen wollen, mach es viel, viel früher. Fahr, weiß nicht, dass du um 8 oder 9 Uhr hier bist. Wir mussten halt eine anderthalb Stunden noch hier hinfahren. Aber wir haben es geschafft. Wir haben einen Parkplatz noch bekommen und haben uns jetzt entschieden, den ganzen Tag hier zu verbringen, eine riesen Tour zu machen, 6 bis 8 Stunden. Das ist neben dem Glacier Point, neben der Tour, somit eine der Touren, die die meisten Leute machen. Oder die fit sind, fit genug sind, ne? Oder der beeindruckendsten Touren. Ich glaube nicht, dass das die meisten machen. Das geht zu dem höchsten, größten Wasserfall Amerikas. Das ist ja eigentlich, glaube ich, ein Niagara-Fälle, der größte, aber der ist ja in Kanada schon. Und deswegen hier der höchste und größte Wasserfall Nordamerikas. Hoffentlich klappt es, hoffentlich schaffen wir es. 6 bis 8 Stunden. Und jetzt weißt du auch, warum wir manchmal so Tage brauchen, wo wir mal nichts machen, wo wir mal Pause machen, wo wir mal einfach essen, uns ausruhen, ein bisschen Videos schneiden, weil solche Tage sind dann eben sehr, sehr fordernd. Also für uns zumindest. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du 8 Stunden lang einen Berg hoch gehst. Das ist auch, glaube ich, 800 Höhenmeter. Ja, also freu dich auf das Video hier. Es gibt bestimmt jede Menge noch zu sehen. Eine schöne Aussicht, weil ich werde ja ab und zu mal ein bisschen die Kamera wieder zücken. Ne? Gut, jetzt gehen wir erstmal zum Startpunkt. Okay. Wie? Es ist schon bei den Pfadfindern. Bei den Pfadfindern? Damals im Ferienlager. Ja, genau. Wir bei der Luftwaffe hatten immer nur 5 Kilometer. Nein, Quatsch. Wir haben ein wildes Melissa in freier Natur hier entdeckt. Sie ist gerade an ihrer Trinkstelle. Wir dürfen sie nicht stören. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Gucken, wie sie sich verhält. Noch ist sie ganz angenehm. Okay. Mach die Gott! So, ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Also, ich bin ja nicht Peter, ne? Wir können ja nicht hier hochklettern, aber irgendwie scheint das der Weg zu unserer Super-Exkursion zu sein. Wollen wir mal gucken, oder? Ich habe einen Kumpel namens Peter. Name geändert. Der würde sich jetzt hier anschließen und würde den Jungs mal zeigen, wie man im Überhang auf 9 plus da diese Passage hochklettert. Beste Grüße an Peter. Name geändert. Thank you.
Wahnsinn! Also das ist wirklich mit einer der größten Wasserfälle. Oh Gott! Sieht man das? Also ein absolut spektakuläres Naturereignis hier. Richtig viel Wasser. Ich glaube, das ist nicht normal, weil normal nicht so viel Schnee hier liegt. Ne? So, weiter geht's. Also ich habe hier einen Kumpel, der heißt Peter. Name geändert. Und ich glaube, hier an dieser Wand hätte er so seine Schwierigkeiten. Er wird es schaffen, aber er hätte seine Schwierigkeiten. Es ist so eine 12 minus, glaube ich, in Bouldern. Ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, es geht nur bis 11. Aber eine 12 minus. Nochmal schöne Grüße an Peter. Wie geht's dir so? Schreib mal unter das Kommentar. Unter das Video einen Kommentar. Und? In drei Worten, wie ist dieser Trail? Amazing. Gorgeous. Und super cool. Okay, wie beschreib mal in deinen Worten, was diesen Trail so besonders macht? Also erstmal ist es nicht wie in Japan und in Taiwan, dass es nur Treppen gibt. Hier steigt man schon über einige Felsen drüber. Es geht 80% der Strecke nach oben, also auf dem Weg auf jeden Fall. Ja. Okay. Wie weit ist der noch bis oben? Bestimmt noch so 3 Meilen, oder? Boah, Meilen, erstmal umrechnen, keine Ahnung. Also meinst du, wir haben mehr als die Hälfte jetzt schon? Ja. Okay. Spring nicht! Spring nicht! Nein! Tu es nicht! Tu es nicht! Was machst du? Na gut, furchtlos. Peter? Was, Peter? Ich glaube ja. Ja? Und meinst du, Peter würde es hier hochschaffen, die Wand? Nein. Was? Gotteslästerung, Blasphemie. Natürlich wird er es schaffen, sag mal, dann ist er. Macht er morgens immer in Morgenroutine. Sind wir noch unterwegs? Geht stetig und steil bergauf. Mel hält sich wacker, aber langsam. So, nach 3 Stunden wird es kräftezehrend. Ein Glück liegt hier kein Schnee wie auf dem Fuji. Und die Luft ist nicht so dünn, aber trotzdem anstrengend und fordernd. Aber deswegen macht man es ja, ne? Und wir freuen uns wirklich auf die Aussicht, die es oben zu genießen gibt. Ich habe soeben mit Peter nicht telefoniert, aber eine Sprachnachricht abgehört. Mir gerade was geschickt und er sagte, er will unbedingt auch mal hier hin auf den El Capitan. Das ist eine mit der schwersten Kletter-Boulder-Routen, die es so gibt. Einfach nur eine Wand nach oben. 1000 Meter Granitwand. Also ich, für mich schon anstrengend, wenn ich 1000 Meter hier so hike. Aber hochklettern hier oben. Naja, also Peter, wenn du das hier siehst, wir kommen in der Zukunft oder Vergangenheit. Und wer weiß, wenn das Video hier ausgestrahlt wird, planen wir wahrscheinlich schon die Tour hier in den Yosemite Park, eh? Weil ich komme auch noch mal mit. Fällt mir so gut hier. Und Mel auch. Ja.
genießen hier oben noch etwas die Aussicht. Mel beschmeißt mich mit Möhren gerade. Ja. Okay. Ich kann nicht mehr reden, weil ich einen Mund im Mischen habe. Also, eine coole Tour. Ich glaube 3:10 sind wir irgendwie hochgelaufen jetzt. Runter wahrscheinlich was schneller. Die Tour ist deklariert für 6 bis 8 Stunden. Ich glaube, wir werden in diesem Zeitslot sein. Wirklich coole Aussicht. Wir wollten eigentlich auch den Glacier oder Glacier Point machen. Ja. Der ist noch beeindruckender, aber ist immer eine Sache des eigenen Empfindens und ich finde es hier schon sehr, sehr cool. Also wenn du in den USA bist, in der Westküste, im Yosemite Park, dieser Trail hier zum Upper Waterfall. Yosemite Fall ist auch ein sehr geiler Hike. Felsig, nicht eine krasse Steigerung, aber immer peu à peu nach oben. Ich glaube 800 Höhenmeter oder so waren wir jetzt. Da sind wir jetzt hochgelaufen. Vielleicht geht es wieder runter. Und ja, dann freuen wir uns heute Abend auf lecker was zu essen, ne? Ja. Ja, der Weg abwärts darf man nicht unterschätzen, weil die Beine auch etwas müder werden. Hier ist ein bisschen Sand. Man muss hier über ein paar Steine klettern. Ja, klettern. Steigen. Und jetzt ist es 16 Uhr. Ich hoffe, wir schaffen das noch bis 18 Uhr wieder unten zu sein. Ist aber realistisch. Ja, trotzdem immer mit der Ruhe auch runtergehen. Da passieren die meisten Unfälle. Habe ich von einem guten Freund, Peter, Name geändert, mal erfahren. So, wir sind wieder unten angekommen. Mel ist auch mit dabei. Irgendwie gab es hier noch Gerüchte, dass hier irgendwie ein Bär rumstreift. Aber ich sehe jetzt nichts. Deswegen passt alles. Und nochmal zum Resümee. Dort oben waren wir heute. So, jetzt geht es für uns zurück. 1,5 Stunden nochmal. Wir brauchen nochmal Lebensmittel. Müssen wir nochmal einkaufen. Und morgen machen wir einen Relaxing-Tag. Vielleicht haben wir beide morgen ein bisschen Muskelkater. Hä? Oder? Ein bisschen. Mal gucken. Wirklich ein Bär. Ich habe einen Kumpel, Peter, Name geändert, der würde ihn jetzt zum Zweikampf herausfordern und gewinnen.